Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin rückwärts in der Zeit gereist, denn es geht heute um das Thema Ritter. Und da wollte ich heute mit euch ja ein bisschen zeichnen, lernen. Was macht ihr da? Hallo? Was machst du denn da? Was macht ihr denn eigentlich hier? Also, wer bist du? Und warum so früh? Wer seid ihr alle? Das kennt ihr nicht, ne? Das ist ganz moderne Technik. Aber wir wollen jetzt auch eigentlich gar nicht hier mit euch... Hallo? Komm mal rüber, guck doch mal da rein. Unglaublich. Und die sitzen alle... Und die hat da nicht mal eine Hose an. Da, zieh dich mal... Der hat nicht mal eine Hose an. Siehst du das nicht? Wer denn? Der genau vor dem Bildschirm sitzt dort. Ich glaube, das dauert hier noch eine Weile. Ich werde mal gucken, was ich mit den Jungs mache. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zeichnenlernen von Rittern. Ja, zurück in der Gegenwart. Das waren Max und Holger vom Duo Pampatut und wir drei kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben mal vor vielen Jahrhunderten einen Comic zusammen gemacht und das war sehr, sehr lustig. Und da geht's darum, dass Max und Holger ein Konzert geben wollen und das klappt nicht so ganz. Und ja, da treffen sie auf Albrecht Dürer, Martin Luther und so weiter, also aus vielen, auf viele bekannte Persönlichkeiten um das Jahr 1500. War wirklich ein sehr großer Spaß, das Ding mit den beiden zu machen. Gibt, glaube ich, sogar noch ein paar Restexemplare. Schaut mal auf der Internetseite von Pampatut, für die habe ich es ja damals gemacht. Ich glaube, die haben noch ein paar. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um das Thema Ritter und damit beschäftigen wir uns jetzt. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Das Video ist ein klein wenig länger, als ich es eigentlich geplant hatte. Liegt daran, weil es ein bisschen umfangreicher ist, was auch so die Rüstungen angeht. Ich wollte noch Thema Burgen mit einbauen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil sonst wäre es zu lang gewesen, kommt aber noch, versprochen. Also jetzt geht's los und viel Spaß dabei. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Und am Anfang mache ich es ganz einfach und steigere mich dann ein bisschen. Hinterher gibt es noch ein bisschen was über Farben, wie man Metalle macht und so weiter. Und jetzt geht's aber erstmal los. So, das machen wir wieder mit einem Kreis, wie wir das schon mal tausendfach geübt haben. Und unter diesen Kreis mache ich jetzt so einen Zylinder. So. Und da oben und unten setze ich den nochmal so ein bisschen ab. Und hier unten mache ich die Beine dran, auch gar nicht kompliziert. Die Füße werden ebenso simpel gemacht. Und dann machen wir hier noch die Arme, die lassen wir einfach erstmal so runterhängen. Hände sind nicht so schwierig, da mache ich jetzt einfach einen Kreis. Und da mache ich jetzt 1, 2, 3, 4 Würste einfach dran. Ihr könnt natürlich auch 5 machen, ich mache immer 4. Das spart Zeit. Dann ziehe ich das hier noch ein bisschen hoch, das werden dann nämlich Handschuhe. Jetzt werde ich hier dem Ganzen einen Helm aufsetzen. Dazu ziehe ich hier einfach die Linien nach, die in dem Kreis runtergehen. Und mache hier unten eine gerade Linie und ziehe die hier oben so ein bisschen schräg. Das wird nämlich das Visier vom Ritter und mache links und rechts so einen kleinen Knubbel dran, wo das Visier eben aufklappbar ist. Auf das Visier noch so ein paar Löcher und damit der gute Ritter durchgucken kann. Oben noch ein bisschen eine Feder drauf. Vorne auf der Brust kann man Wappen setzen und dann ist die Vorzeichnung tatsächlich auch schon fertig. Und jetzt ziehe ich das Ganze nochmal nach, damit ihr das hier gleich besser sehen könnt. So. Das hier oben einfach ein bisschen aufgepuschelt. So, hier nochmal die Löcher im Visier, damit der gute Ritter was sehen kann. Die Füße, da die Arme und die Hände. Auch ihr seht schon, die Hände sind gar nicht so kompliziert. Wir machen es auch extra einfach. So, das ist jetzt das Grundgerüst. Und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel die Arme und Beine nochmal so ein bisschen absetzen. Und dann verschieden farbig machen und hier noch ein Wappen in das Wappen machen und gut ist. Ja, ich mache immer noch so ein paar kleine Reflexionen, also dass man auch sieht, dass es Metall sein soll. Hier seht ihr diese schwarzen zackeligen Linien, die ich mache. Die sehen dann hinterher noch so ein bisschen, wenn man es farbig gemacht hat, noch ein bisschen besser aus. Dann wirkt das Ganze irgendwie noch ein bisschen metallischer. Das mache ich hinterher, hatte ich ja gesagt. So, erster Ritter schon fertig, Tatsache. Und jetzt mache ich nochmal den zweiten, den ich auch sehr einfach aufbaue. Hier mache ich den Körper ein bisschen gedrungener. Die Beine nach wie vor sehr, sehr simpel und auch die Füße.
sind nicht weiter schwierig. So, jetzt mache ich hier das Gesicht und dem Ritter gebe ich jetzt nicht den klassischen Helm, sondern der kriegt so ein Kettenhemd, hätte ich jetzt bald gesagt, eine Mütze aus Kettengliedern. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, spontan. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Das ist so ein, was man unter dem Helm trägt, wo man einfach den Helm da draufsetzt, also ein Kettengewebe. Das zeichne ich hier gleich ein. So, jetzt mache ich hier noch die Arme und ich könnte dem hier oben noch so eine Schulterpolster aus Metall geben, so einen Schutz. Und dann ist auch dieser Ritter schon so gut wie fertig. Ihr könnt noch ein paar Metallplatten andeuten, wenn ihr das möchtet. Da könnt ihr euch auch austoben. Einfach mal schauen, wie setze ich meine Ritter zusammen, aus welchen Einzelteilen. So, da ziehe ich schon mal alles nach. Und ihr seht, dass die Linien sehr, sehr einfach gehalten sind. Das ist nicht kompliziert. Hier nochmal die Hände, die sind auch nicht weiter schwierig. So, die Metallplatten. Okay, jetzt mache ich dieses Kettenmuster. Das ist auch nicht schwierig. Ich mache einfach ich von links unten nach rechts oben und dann von links oben nach rechts unten. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie Kettenhemd. Und das mache ich auch hier an den Armen. So. Das heißt, der hat unter seiner Rüstung eben noch ein Kettenhemd an. Und auch hier mache ich diese schwarzen, gezackten Linien, die dann so ein bisschen das Metallische dann darstellen sollen. Und das sieht in Farbe dann nachher auf jeden Fall ganz gut aus. So, hier an den Beinen mache ich auch nochmal so ein bisschen Kette. Und dann ist hier in den Händen noch ein bisschen die Möglichkeit, so verschiedene Glieder zu machen aus Metall, damit der Ritter auch die Hände anständig bewegen kann. So, jetzt mache ich noch einen Ritter, würde ich sagen. Auch hier wieder mit einem Kreis und den Hilfslinien. Diesen Ritter, den mache ich mal von der Seite. Der guckt jetzt nach links. Und das seht ihr auch hier schon, dass der eben seitlich steht. Hier mache ich den Arm, den deute ich schon mal an. Und hier, wo das Ohr sitzt, da kommt dieses Scharnier hin von dem Visier. Und das Visier ziehe ich nach vorne raus. Also ihr seht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Schnabel. Und hier mache ich natürlich auch ein paar Löcher rein, dass der Ritter durchgucken kann. So, hier oben ist dann der Helm und hier unten lege ich den so ein bisschen auf den Oberkörper ab. Das mache ich so ein bisschen breiter und oben auch wieder eine Feder. Das finde ich immer ganz hübsch. Und jetzt, hier auch nochmal so ein Schutz für die Schulter. Hier bei den Ellenbogen mache ich ein bisschen Lücke, damit sich die verschiedenen Teile des Armes auch bewegen können. So, das kann man jetzt hier zum Beispiel noch mit der Spitze hinten verstärken, damit es noch ein bisschen geschützter ist. Und das Schwarze ist eben das, wo sich der Arm bewegen kann. Das kann man auch an den Beinen machen. Dann ist unser Ritter natürlich gleich um Vielfaches beweglicher. Und ich denke, das wird er uns dann danken. Gut, was könnte ich noch machen? Hier ein paar Kreise rein, wo der Helm auf den Körper genietet ist. Und dann ziehe ich das Ganze auch schon nach. So, auch hier finde ich es nicht wirklich schwierig. Ich hoffe, das geht euch genauso. Es ist einfach dadurch, dass die Ritter eben versteckt sind in ihren Rüstungen, sieht man von dem Körper an sich nicht viel. Das heißt, man kann ruhig ein bisschen gröber arbeiten und kann sich dann halt auf diese Metallteile so ein bisschen konzentrieren und gucken, welche Platten wo sitzen. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr wollt. Hauptsache, der Ritter kann sich halbwegs bewegen. Und auch hier sind wir damit schon durch. Wunderbar. Ja, jetzt wollte ich nochmal einen Ritter machen, nach dem klassischen Prinzip, wie ich die anderen Figuren auch gemacht habe, die ich beim Thema Körper und so weiter gezeichnet habe. Das heißt, hier würde ich mich jetzt mal ein bisschen an, ich will nicht sagen, realistischere Proportionen ranwagen. Aber so eine klassische Comic-Proportion habe ich jetzt hier mal gemacht. Oder bin gerade dabei. So, und jetzt zeichne ich eben hier alles ein, was ich brauche. Das Skelett ist schon hingemalt. Falls ihr übrigens das Video noch nicht gesehen habt zum Thema Proportionen und so weiter, schaut es euch mal an. Ich verlinke euch das natürlich gerne. So, den Kopf, den mache ich jetzt eckig. Warum mache ich das? Weil der Kopf in einem eckigen Helm steckt und der muss natürlich irgendwie auf dem runden Kopf drauf sitzen. Und da müsst ihr eben schauen, dass euer Helm da halbwegs vernünftig drauf passt. So, hier oben wird wieder das Visier angedeutet. Auch hier wieder links und rechts mit zwei kleinen Knüppelchen, wo man es auf und zu klappen kann. Und auch hier mache ich eine Feder dran. Da könnt ihr natürlich auch noch andere Sachen machen. Eine Spitze oder ein wahnsinnig verziertes Ding auf dem Helm. Ich mache es meist mit Federn. Ist einfacher und sieht ganz nett aus.
So, jetzt hier die ganzen anderen Teile der Arme. Auch das ist das gleiche Prinzip wie bei dem Typen auf der linken Seite. Ihr seht das, da wo die Ellenbogen sind, lasse ich ein bisschen Luft. Und ja, hier unten kommen dann die Hände hin. So, wie mache ich das? So. Und wunderbar. Okay, ja, was kriegt er für ein Unterteil an? Gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man Ritter anziehen kann. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen wie so ein Rock angedeutet, dann aus Metall. Das geht auch, damit die empfindlichen Teile des Ritters auch geschützt sind. Und hier bei den Beinen ist das gleiche Spielchen, dass ich da wieder ein bisschen Luft lasse, wo die Knie liegen. Und wie ja schon mehrfach gesagt, damit er sich bewegen kann. So, das könnte man, wenn man wollte, hier auf die Ellenbogen und auf die Knie nochmal so Metallplatten machen, damit die auch geschützt sind. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte und zwar ans Nachzeichnen der Linien. So. Und hier der Hals. Also ihr seht hier wahrscheinlich auch mal wieder, dass ich mich nicht strikt an die Linien halte, die ich vorgezeichnet habe, sondern das ist für mich nur so eine grobe Orientierung. Ihr müsst wirklich nicht ganz genau auf den Linien zeichnen, die ihr gemacht habt. Das wird nämlich schwierig, weil ihr dann sehr konzentriert arbeitet und dann vielleicht ein bisschen ja, zittert. Und deswegen macht es ruhig mit einem lockeren Strich. Es muss nicht wirklich hundertprozentig auf der Linie sein. So. Jetzt bin ich hier schon fast fertig. Mach nochmal ein bisschen Metallteile rein. Einfach absetzen mit verschiedenen Strichen. Und dann ein paar schwarze Zickel-Zackel-Linien drüber. Und dann ist dieser Ritter auch schon fertig. Ich gebe dem noch einen Bart. So, okay, Mund. Und damit ist auch dieser Ritter fertig. Und ja, kann dann farbig gemacht werden. Dazu komme ich ja, am Ende des Videos nochmal, wie mache ich eigentlich Metall? Also mit den Stiften. Ja, wir haben jetzt die Ritter und Ritter sind selten alleine unterwegs, nur so als Ritter, sondern die sind meist bewaffnet und deswegen hier nochmal, wie mache ich ein Schwert? Nicht schwierig, Linie von oben nach unten und dann hier nochmal eine horizontale Linie, etwas kürzer. Schwerter kann man hinten mit so einem Knauf machen, mit einem, ja, mit einer Kugel zum Beispiel und dann hier ist der Griff. So, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Wie machen wir vorne die Klinge? Ich mache das ausnahmsweise mal mit einem Lineal. Und die Klinge geht ein bisschen weiter auseinander oben. Das heißt, unten ist sie dünner, oben wird sie breiter. So, jetzt ziehe ich das hier nach. Und ja, das ist schon mal so eine Grundform eines Schwertes. Dann könnt ihr natürlich hier unten das noch ein bisschen verzieren. Ich mache es jetzt wirklich erstmal einfach. Da könnt ihr richtig ja, euch austoben. Schönes verziertes Schwert machen und einfach mal gucken, was so geht. So, erstmal hier Linie nach. Schwupp. Schwupp. Ich, wie gesagt, mit Lineal, dann wird es ein bisschen gerader. In der Mitte vom Schwert ist dann nochmal so eine ja, so eine Rille, die ich dann mache und damit ist unser Schwert fast fertig. Ich überlege gerade, was ich hier noch mache. Hier nochmal ein bisschen so eine Schraffur mit rein. Ein paar Punkte werde ich dann noch andeuten und in der Mitte mache ich immer ganz gerne mal hier so eine Querstreben, dass es halt so ein bisschen aussieht wie ja, reingefräst, sage ich jetzt mal. Und damit ist dann auch das Schwert gleich fertig. Dann könnte man hier nochmal so ein bisschen Struktur reinbringen. Aber der Ritter hat das Schwert leider in der Hand. Da sieht man es eigentlich eh nicht. So, Schwert hat er schon, der Gute. Und er braucht noch was. Und zwar, ein Ritter ist ja meist noch mit einem Schild geschützt. Und wie man so ein Schild macht, das ist auch nicht weiter schwierig. Ich mache jetzt mal so ein Kreuz und dann ziehe ich hier diese Sachen nach und dann habt ihr schon diese klassische Schildform und das war eigentlich auch schon alles. Ja, hier oben mache ich das mal gerade mit einer geraden Linie und dann müsst ihr eben gucken, dass ihr das so ungefähr halbwegs parallel hinkriegt mit dem Schild, dass ja, das sich in der Mitte auch trifft. So, und hier, das wird so ein bisschen der Rand. Und ja, da kann man hier noch so ein bisschen Struktur reinbauen, ein paar einzelne Linien und auch hier in die Mitte dann gleich nochmal so ein bisschen was. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Ein Schild ist meist irgendwie verziert, da könnt ihr auch was machen. Ich mache jetzt hier mal irgendwas, was mir so ganz spontan in den Sinn kommt. Gesicht. Da haltet euch bitte auch einfach, weil auf einem Schild ist meist irgendwie was Simples
drauf. Ich mache hier mal einen König. Ja, Wappenkunde mache ich jetzt hier nicht. Das führt zu weit, mit welchen Farben, wie, wo, was geht und was nicht geht. Ein bisschen komplizierter, aber ich denke, so reicht das. Und für einen Comic muss man ja auch nicht alles ausarten lassen. Gut, Ritter haben manchmal dann auch noch eine schöne Lanze dabei, wenn sie duellieren. Und auch die zeichne ich euch hier jetzt mal mit rein. Also ich verzichte jetzt auf Bögen oder sowas, weil ich glaube, Ritter hatten nicht unbedingt einen Bogen, sondern waren immer gerne für den Nahkampf, weil das ist ja so Mann gegen Mann und nicht aus der Ferne und so ein Zeug. Das macht man nicht. Deswegen hier nochmal die Lanze. Auch wieder ein gerader Strich, ähnlich wie das Schwert, bloß unten hier ist es ein bisschen kleiner. Da ist dann die Hand hinter, damit die geschützt ist, wenn sie aufeinander zureiten. Und hier ist der Griff ein wenig länger. So, und dann muss oben nur noch die Lanze reingezeichnet werden. Die läuft oben hin spitz zu. Zip. Und zip. So, ganz grob. Also, eine sehr, sehr einfache Lanze, die ihr auch sehr schnell zeichnen könnt. So, jetzt mache ich hier oben nochmal mit einem Lineal die Spitze. Das geht auch ohne. Ich kann bloß so gerade Linien besser mit dem Lineal ziehen und deswegen mache ich das hier auch. Gut, so, jetzt könnt ihr hier noch ein geringeltes Muster rot-weiß oder sowas zum Beispiel drauf machen, wenn euer Ritter eine bestimmte Farbe hat. Dann könnt ihr die Lanze entsprechend so einfärben. So, das waren die Waffen und ein Ritter ist meistens auch mit seinem Pferd unterwegs. Wie man Pferde macht, habe ich euch ja schon gezeigt. Und ich zeige euch gleich mal, wie man Pferde entsprechend einpackt, dass sie kämpfen können. Ha. Ja, Pferde werde ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Das hatten wir jetzt schon beim Thema Pferdeköpfe und Pferdekörper. Deswegen werde ich jetzt das hier ganz, 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 ganz fix machen. Dass ich hier euch ein Pferd einfach vorskizziere, ohne großartig jetzt drauf zu achten, wie es wird. Sondern, wie gesagt, das Thema hatten wir schon und deswegen reicht das vollkommen aus, wenn ich jetzt hier euch so ein ganz, ganz einfaches Pferd vorzeichne und dann geht's weiter. So, das Pferd steht sozusagen und dann geht's daran, wie packe ich das Pferd ein. Also ich mache das jetzt hier, dass das Pferd so komplett umhüllt ist von einer Decke, da gibt es bestimmt auch so einen Fachausdruck, der mir gerade spontan nicht einfällt. Auf jeden Fall ist das Pferd eingepackt, dass eben nur ein bisschen was rausguckt. Also hier die Ohren und vorne die Schnute und die Füße und hinten der Schweif. Und das ist auch so ein klassisches Ritterpferd, was man halt dann auch sofort als das identifiziert, weil heute packt man seine Pferde eigentlich selten so in Tücher. Das ist mehr sowas, was man früher gemacht hat. So, wie ihr seht, mache ich jetzt hier nochmal die Zügel und die könnt ihr dann auch nochmal ein bisschen ausschmücken. Das mache ich dann gleich, wenn ich hier mit dem dicken Stift drüber gehe. So, hier so ein bisschen gezackelt, das heißt, das ist so ein bisschen edler, ist ein bisschen mehr Stoff dran und das sieht dann einfach ein bisschen besser aus. So, und ihr seht schon die Decke, die da drüber geschmissen ist. Natürlich guckt das Pferd durch, da sind Löcher für die Augen drin, das ist sehr freundlich, damit das Pferd auch nicht irgendwo gegenläuft, sondern einfach so in den Kampf marschieren kann. Ja, das war jetzt unser erstes Pferd. Ich mache jetzt noch ein zweites hinten dran. Und zwar mache ich das hier jetzt mal als einfache Pferdeversion und packe das Pferd dann auch gleich mal entsprechend in einen Panzer. Also nicht in einen Panzer hier von heutzutage, sondern in einem Panzer aus Metall, damit das Pferd eben ein bisschen geschützt ist. Da könnt ihr euch auch austoben, wie ihr wollt, sondern probiert einfach mal aus, wie euer Pferd eingepackt sein könnte. Bei mir hat das jetzt so eine Maske aus Metall und am Hals verschiedene Metallplatten. Dieses Pferd bekommt nochmal so eine Decke übergeschmissen. Also ich werde es jetzt nicht komplett bepanzern, sondern das ist eben hier nochmal ein bisschen mit einer Decke geschützt und denke, das ist okay. Also ihr könnt euch da wirklich mal ausprobieren und schauen, wie kann ich ein Pferd eigentlich in Metall einlegen. Auch eine sehr lustige Übung. So, ich setze jetzt hier mal einfach ganz kurz einen Ritter drauf, wie das dann aussehen würde, wenn da jemand drauf sitzt. Das mache ich als ganz, ganz einfaches, ganz einfache Skizze. Ich werde den Ritter jetzt nicht weiter ausführen, sondern einfach nur mal draufsetzen, damit ihr seht, wie der da so drauf passt. Und dann ziehe ich auch schon alles nach. So, hier die Metallplatten und hier nochmal den Umhang
dann setze ich das hier unten nochmal so ein bisschen ab. Okay. Beine, Ufe, Schweif und ja, Pupille und ein paar Details. Jetzt habe ich doch hier tatsächlich die Zügel vergessen. Kann passieren. Ja. Wenn man sie nochmal richtig dickfarbig macht, dann ist das alles halb so wild. So, okay. Dann ist dieses Pferd auch schon fertig. Und ich denke, da haben wir schon eine ganze Menge geschafft jetzt. Ja, die Pferde und die Ritter und die Waffen. Und ja, da habt ihr eine Menge zu tun, wenn ihr das nachzeichnen wollt. Insofern ihr natürlich Lust drauf habt. Ich zwinge euch hier zu nichts. Das ist alles freiwillig. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte euch noch ein paar Hinweise geben zum Thema Metall-Look. Also wie sieht es metallisch aus? Und das mache ich natürlich auch, weil ich es ja versprochen habe. So, ihr seht hier schon ein paar Ritter in Farbe. Und hier sind diese schwarzen Dinger, die ich vorhin gezeichnet habe. Und wenn ihr das mit grauen Farben macht und an einigen Stellen das Weiße durchblitzen seht, das ist hier neben dem Schwarzen, dann wirkt das wirklich metallisch. Und an dem Schwert habe ich jetzt zum Beispiel hier nochmal ein bisschen was mit Blau und Weiß gemacht. Dann hat man wirklich den Eindruck, dass es sich um Metall handelt. Das habe ich hier bei den anderen Figuren auch gemacht, beziehungsweise bei dem rechts habe ich es mal nicht gemacht. Da habe ich ihn einfach nur grau gemacht. Das funktioniert natürlich auch. Ja, bei dem Ritter hier in der Mitte habe ich dann mal geschaut, von wo kommt das Licht, wo reflektiert es, und habe dann auf der rechten Seite von dem mittleren Ritter auch nochmal so ein bisschen Schatten angedeutet. Also ihr seht schon, das Metallische ist gar nicht so schwer. Wenn ihr ja ein paar Reflexionen einfach reinzeichnet, und dann müsst ihr mal gucken, wie euch das ja so gelingt, wie es euch passt. Wie sieht es realistisch aus? Also da kann man auch ein eigenes Kapitel füllen zum Thema Reflexe auf irgendwelchen Gegenständen, metallisch, nicht metallisch und so weiter. Das will jetzt aber tatsächlich zu weit führen. Ich wollte ja das Thema Burgen auch nochmal mit einbauen, aber das Video wäre dann wirklich arg lang, und bevor ihr mir einschlaft oder es euch wirklich dann zu lang wird und ihr dann genervt abschaltet, habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss, und jetzt ist auch wirklich tatsächlich Schluss. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, zeichnet Ritter und baut dann nochmal die Einhörner mit ein und was weiß ich, wir haben ja schon einiges gemacht, probiert euch einfach mal aus, und ich sag jetzt Stift raus, Zettel raus, auf geht's, losgezeichnet, ja. Legt euch mit euren eigenen Rittern an, wir sehen uns nächste Woche wieder, ich freue mich tierisch auf euch, bis dann, euer Tobi, genau. Ciao, ciao. Ihr seid Zeichen-Junkies und könnt vom Zeichnen gar nicht genug bekommen. Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich abonnieren. Ganz genau. Weil dann verpasst ihr nämlich keine einzige Folge. Ihr könnt mich natürlich auch auf Facebook besuchen, oder ihr besucht meine Homepage, oder ihr besucht mich bei Instagram. Oder ihr macht alles gleichzeitig. Oder hintereinander. Ist nicht ganz so stressig. Und wenn ihr jetzt gleich loszeichnen wollt, auch gar kein Problem. Klickt einfach auf eines der Videos und dann könnt ihr gleich loslegen. Und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer ganz viel Spaß. Und nicht vergessen, abonnieren!